Hallihallo, ihr Lieben, heute mal ganz ungewöhnlich ohne Pferd. Ich habe mir nämlich überlegt, es ist ja gängig, dass man auf allen Social-Media-Plattformen ein Q&A macht, beziehungsweise man lässt die Follower Fragen stellen und beantwortet sie. Das ist natürlich auf YouTube ein bisschen schwierig, außer man geht live. Da habe ich jetzt aber tatsächlich irgendwie gar kein Zeitfenster, wo ich sage, oh ja, da würde das Sinn machen, weil ich ja meistens doch relativ eingespannt bin mit der Familie. Von daher habe ich mir überlegt, kurz und schmerzlos, dass ihr mir hier einfach unter dieses Video eure Fragen stellt und ich werde sie euch dann als Kommentar beantworten. Es gibt natürlich ein paar Themen, da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Ich werde jeden Kommentar beantworten, aber wahrscheinlich nicht auf jede Frage eine Antwort geben, weil ein paar Dinge halt einfach eben, wie gesagt, privat sind oder sonst was. Aber sonst könnt ihr mich alles Mögliche fragen, vielleicht auch. Also es kommen ja immer wieder auch Fragen, ob das mein Stall ist und all solche Geschichten. Fragt drauf los und ich werde euch auf jeden Fall antworten. Und genau, morgen hoffe ich, dass ich euch wieder mal ein Video aus dem Stall machen kann. Momentan ist irgendwie passiert gar nicht so viel. Ich reite zwar jetzt wieder Cosma, die von euch, die mir bei Instagram folgen, die wissen das. Ich bin jetzt heute den zweiten Tag in Folge Cosma geritten. Es ist nicht ganz einfach. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sie ja auch die erste Zeit nicht geritten, weil es eben nicht so einfach ist. Und es ist auch jetzt nicht einfacher geworden. Sie ist nur besser zu reiten, weil mein Trainer sie die ganze Zeit geritten ist. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Da kann ich euch aber tatsächlich gar nicht so viel von zeigen, weil niemand da ist, der es filmen kann. Wir haben irgendwie alle den ganzen Tag zu tun. Und mein Trainer sitzt aktuell auch immer auf dem Pferd. Das heißt, ja, da ist es ein bisschen schwierig. Und mein Mann, der kann auch nicht immer. Der hat sich übrigens, glaube ich, sehr gefreut. Also, er hat jetzt nicht gesagt, ich freue mich mega, aber ich habe jedes Mal, wenn jemand geschrieben hat, der hat eine ruhige Hand oder so, habe ich ihm das erzählt und da kam immer nur so ein Schmunzler. Von daher glaube ich, dass er sich sehr gefreut hat. Genau, stellt mir eure Fragen, ich freue mich drauf und werde die einfach nach und nach alle beantworten. Vielleicht ein paar heute, also wahrscheinlich ein paar auch heute schon. Und jetzt wünsche ich euch schon mal einen wunder, 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 wunderschönen Abend und genau. Bis gleich in den Kommentaren.